Aktiven des der FSG Dauber-Nesbach wieder da drauf. Und bei mir sind vom Trainerteam der Spielertrainer Markus Bozan und der Fabian Holi, lange Zeit aktiver, leider jetzt nicht mehr bei der FSV Dauborn, verletzungsbedingt, aber er ist weiter bei der Stange und er trainiert die zweite Mannschaft. Ja, freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt. Es sind jetzt 80 Tage, wenn meine Arithmetik stimmt, her, wo hier der letzte Kampffußball, so nenne ich das mal, gerollt ist. Markus, welche Erinnerung hast du noch? Reicht die Erinnerung so weit zurück? Also das letzte Mal, wenn ich mich daran erinnern konnte, war es so, dass der Rasen teilweise also gesperrt war. Und jetzt scheint die Sonne, also auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit, wo wir pausiert haben. Eine ungewohnte Situation. Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, dass wir es ermöglicht haben, trainieren zu können. Und es ist natürlich auch wieder ein schönes Gefühl, wieder den Rasen betreten zu können und auch wieder die Jungs zu sehen in so einer langen Zeit. Und ich freue mich, jeden Einzelnen zu Gesicht zu bekommen. Ja, es hat keiner Fotografien vorher bedurft, dass du deine Spieler, deine Mitspieler wieder erkennen konntest. Probleme hat es nicht gegeben. Nein, also ich kannte noch jeden einzelnen Spieler, konnte ihn auch mit Namen nennen, auch die A-Jugendlichen, die dabei sind. Gott sei Dank habe ich mir die Namen aller Spieler merken können. Okay, gut. Jetzt ist das ja, was heute hier stattfindet, zum dritten Mal eine Art Sondertraining. Mhm. Und ihr habt ja sicher als Trainer mit den Spielern kommuniziert und mit dem Vorstand. Sowas muss ja vorbereitet sein, der Verband erlaubt es. Und ihr seid ja absolute Exoten. Wie habt ihr das denn gemacht, Fabian? Ja, wir haben angefangen, uns im Trainerteam zu beraten, ob es für uns Sinn macht, wieder ins Training einzusteigen. Da wir alle drei, also der Markus, der Sargon und ich, sehr fußballverrückt sind, haben wir uns auch direkt dazu entschlossen, auf die Maßnahmen einzugehen und zu gucken, was können wir da draus machen. Zuerst haben wir uns dann mit Kapitänen und Spielausschuss zusammen eine Videokonferenz gemacht und haben auch in diesem Kreis dann entschieden, wir wollen das gerne angehen. Wir müssen gucken, was wir natürlich dafür einhalten müssen. Wir haben diese Vorgaben vom Hessischen Fußballverband bekommen und dazu dann ein Konzept erstellt. Parallel dazu hat sich der Vorstand selbst auch schon Gedanken gemacht, ob das für uns möglich wäre. Deswegen war eigentlich der Austausch mit dem Vorstand relativ positiv. Also die sind selbst auch zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Ganze machen können. Brauchen natürlich dementsprechend ein richtiges Konzept, damit wir hier keine Gefährdungen haben. Dass, wenn der schlimmste Fall eintritt, dass jemand infiziert ist, dass man A, nachvollziehen kann, mit wem war er in einer Gruppe, und B, auch so wenig wie möglich das Risiko hat, dass sich jemand anderes angesteckt hat. Ja, dementsprechend sind wir dann mit Vorstand zusammengekommen, haben alle zusammen nochmal ein großes Konzept entworfen. Und ja, genau, und deswegen sind wir jetzt wieder so weit und können trainieren. Okay, Markus, dieses Konzept, was sind so die Pflöcke dieses Konzepts, was sind so die Grundpfeiler? Gut, also im Grunde ist es natürlich wichtig, dass zum einen maximal 10 Spieler pro, also auf dem halben Platz trainieren können. Dadurch, dass Sargon, Fabian und ich im Hintergrund das erarbeitet haben, haben wir uns das auch dementsprechend auch so festgelegt, dass wir gesagt haben, auf dem Rasenplatz trainieren im Grunde nur auf der einen Hälfte max 10 Spieler, auf der anderen Hälfte 10 und auf dem Kunstrasen maximal 10 Spieler, damit wir uns auch dementsprechend an die Regeln halten, an die Vorgaben. Und wir waren natürlich auch im Austausch mit den einzelnen Spielern, die natürlich auch sehr, sehr erfreut waren, dass wir wieder das Training anbieten können. Und natürlich gilt da auch der Dank an allen Beteiligten, weil ohne jeden Einzelnen, der da tatkräftig unterstützt hat im Hintergrund, wäre das nicht realisierbar gewesen. Und wir sind einer von wenigen Vereinen, die das möglich gemacht haben. Und darauf kann man schon ein bisschen stolz sein. Das schweißt auch irgendwo einen zusammen als Verein. Und
Darüber sind wir auch sehr, sehr dankbar und auch stolz drauf. Mhm. Jetzt habt ihr heute das dritte Mal, also die Resonanz habe ich im Vorgespräch schon mit Fabian gehört, war hoch, etwa 30 Spieler. Richtig. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal 20. Richtig. Die Erwartungshaltung bei Fabian ist heute wieder sehr positiv. Er meint, dass heute wieder mehr kommen. So wechselt das. Wenn das im normalen Spielbetrieb so wäre, dann würdet ihr euch glücklich schätzen, so viele Leute immer da zu haben. Nicht? Jetzt die Frage, was sind jetzt die Auflagen, weil wenn ihr auf den Platz geht, wo sind die Beschränkungen? Gut, also die Spieler dürfen generell den Ball nicht in die Hand nehmen, generell keinen Körperkontakt. Das dürfen sie ja im Spiel normal auch nicht. Das wäre schlimm, wenn das nicht so wäre, aber ja, das sind halt Regelungen, dass generell der Abstand eingehalten wird von mindestens 1,50 Meter, kein Kopfballspiel, keine Zweikämpfe, keine Handshakes, dann natürlich achten wir darauf, dass die einzelnen Gruppen immer zeitversetzt den Trainingsbetrieb beenden, damit da halt keine Gruppen entstehen, das ist auch sehr wichtig. Bevor sie das Training starten, dass sie die Hände desinfizieren, nach dem Training dann die Hände dann waschen und direkt den Weg nach Hause suchen. Das heißt, der Verein spart Geld, das Duschen entfällt? Das ist richtig, wir sparen jede Menge Geld, weil wir das Wasser nicht nutzen müssen und die Kabine nicht betreten müssen. Nee, Spaß beiseite. Also die Spieler müssen halt umgezogen zum Sportplatz kommen und auch dann unverzüglich halt das Trainingsgelände verlassen. Und ja, ich denke, jeder Einzelne ist froh, dass er generell irgendwie im Training dabei sein kann und dass wir generell Training anbieten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja ein Wettkampf höchstwahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr stattfinden wird, nach allem, was man prognostizieren kann, und dann jetzt dieses neue Konzept sieht, neue Normalität, so ein bisschen, das ist ja hier so ein Schlagwort. Wie ist denn die Perspektive jetzt, Fabian? Wie oft werdet ihr das machen? Ich vermute mal, dass ihr das nicht 5 Monate lang durchführen könnt. Nee, genau. Das wurde auch auf diesem Tag vom Hessischen Fußballverband wurde das so kommuniziert, dass man jetzt nicht auf eine Wettkampfvorbereitung hintrainieren soll, sondern dass es jetzt erstmal nur darum geht, mal wieder mit seinen Freunden zusammenzukommen, mal wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen, ein bisschen Bewegung, wieder einen Ball am Fuß zu haben und einfach die Freude und den Kontakt zu seinen Kameraden nicht zu verlieren und wieder Spaß am Fußball zu gewinnen. Wir werden das jetzt erstmal anbieten. Normalerweise wäre ja jetzt aktuell das letzte Spiel gewesen, beziehungsweise noch eine mögliche Relegation. Und wir haben uns dazu entschieden, einfach die Sommerpause für 2-3 Wochen nach hinten zu verschieben, um den Jungs jetzt nochmal ein bisschen die Möglichkeit geben, auf dem Platz zu sein. Und wir werden dann eine gewohnte Sommerpause durchführen. Und sobald wir wissen, wann die neue Saison wieder losgehen wird, werden wir dann wieder ganz normal mit einer hoffentlich normalen Vorbereitung starten können. Ja, das könnte aber, das wäre ja der Tag X, genau. Also, der Tag, den du gerade in Erwägung gezogen hast, Markus. Das ist ja eine sehr wackelige Geschichte. Aber ihr würdet eine Sommerpause machen, die in 1-2 Wochen dann möglicherweise einsetzt. Viel Urlaub wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Die Jungs werden nicht nach Mallorca fliegen oder wo auch immer hin. Aber dann würdet ihr das unter Umständen, das Konzept, wie ihr es jetzt angefangen habt, meinetwegen im August, Mitte August wieder aufnehmen und dann auch weiter anbieten? Ja, also generell ist es so, dass wir auf jede Situation uns einstellen müssen, weil wie du schon sagtest, wir wissen nicht, wann die Runde losgeht, ob es jetzt wirklich Anfang September sein wird, ist, sag ich mal, ein großes Fragezeichen, ob wir überhaupt in diesem Jahr nochmal spielen können, das wissen wir alle nicht. Ich denke, wir sind gut aufgestellt, weil wir im Hintergrund schon viel gemacht haben und wenn wir jetzt nach der Pause wieder mit dem Training starten werden, ob es dann kontaktlos sein wird oder nicht sein wird, wir sind für alle Situationen sind wir vorbereitet und wir werden nach der Pause dann trotzdem wieder mit dem Training starten und werden dann in der Form weiter vorgehen.
damit wir halt da in dem Rhythmus bleiben, um halt einfach die Jungs zum einen bei Laune zu halten, um den Spaß, um die Freude zu vermitteln und den Spaß am Fußball. Und ja, wir bereiten uns sozusagen vor, wenn der Tag X kommt, wenn es wieder losgeht. Wie lange das auch noch dauern mag. Aber wenn wir jetzt mal den schlechtesten Fall annehmen und im August, September würde noch immer die gleiche Einschränkung sein, wovon ich eigentlich ausgehe. Alles andere wäre ja unrealistisch. Dann würdet ihr das tatsächlich dann bis in den September, Oktober weiter fortführen oder würdet ihr dann sagen, jetzt müssen wir doch einen Break machen, weil das ja der Aufwand ja nach meiner Auffassung nicht in einem Verhältnis zu dem Ergebnis steht, nämlich das Ergebnis sollte ja sein, irgendwann wieder spielen zu können. Ich denke, man muss generell die Situation einschätzen, was sich jetzt in den nächsten 4 bis 6 Wochen, wie die Zahlen generell sind, wie sich das generell hier bei uns entwickelt hat. Und ich sag mal, wir können von Glück reden, dass wir hier in Deutschland leben. Wir haben ein sehr, sehr gutes Ärztesystem. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr großes Thema, ein großes Fragezeichen, was dahinter steckt. Und dementsprechend ist es, denke ich, schon positiv, wenn man Training anbietet, ja, dass halt einfach man die Jungs auch irgendwo bindet, irgendwo auch ein Wir-Gefühl stärkt. In solchen Phasen wächst man meiner Meinung nach sogar noch mehr zusammen. Und ja, alles andere steht einfach in den Sternen. Also ich merke, dass ihr beide einen Optimismus habt und den solltet ihr auch weiter beibehalten, nämlich den Kopf in den Sand stecken, da seid ihr nicht die Typen dazu und wenn ihr dann mal eben eine größere Pause machen müsst, dann macht ihr sie, aber bei euch ist, so habe ich das rausgehört, auch dieser soziale Aspekt wichtig, dass die Jungs herkommen und nicht nachher, wenn sie 6 Monate oder 8 Monate keinen Ball mehr gesehen haben und die eigenen Leute nicht mehr gesehen haben, dass sie dann sozusagen entwöhnt sind und der eine oder andere sagt, Fußball, was soll ich noch Fußball spielen, dass der eine oder andere vielleicht abspringt. Das wäre auch eine Befürchtung, Fabian. Wie siehst du das? Ja, das wäre natürlich der Worst Case. Der Markus und ich, wir leben eigentlich den Fußball und wir haben es auch schon immer gesagt, dass wir mehr über die Gemeinschaft kommen und dass die Gemeinschaft beim Fußball einfach das Wichtigste ist. Auch deswegen haben wir versucht, das so schnell wie möglich zu machen, dass wir uns wieder sehen alle. Und ja, mit den Gesprächen von unseren Spielern sind wir eigentlich in der Hinsicht auch relativ positiv. Ich glaube nicht, dass da der ein oder andere sagt, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil ich jetzt so lange keinen Ball gesehen habe. Unsere Einschätzung ist eigentlich, dass unsere Spieler alle Bock haben, Fußball zu spielen. Und das auch mit Leidenschaft machen. Ja, wenn es den einen oder anderen gibt, der nach der Zeit sagt, das macht mir keinen Spaß mehr, dann versuchen wir natürlich bestmöglich wieder in die Richtung zu bringen, die Kameradschaft wieder aufzuzeigen, mit einem Wir-Gefühl an die Sache ranzugehen. Und ich denke, dann wird er auch den Spaß am Fußball nicht verlieren können. Das hört sich alles gut an. Ich wünsche euch, dass ihr da auch weiterhin diesbezüglich Erfolg habt. Ich sehe draußen, die Jungs scharren schon mit den Hufen, die wollen auf den Platz und ich will das nicht weiter hier verhindern. Vielen Dank, Markus und Fabian, fürs Gespräch und für die Offenheit und ja, ich drücke euch die Daumen, dass das sie irgendwann wieder nach Wettkampfmodus auf den Rasen gehen könnt. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Danke.